Ich mach euch kalt. Ja, Dremora Zauberer sind mir neu, aber auch die mache ich platt. So, mehr der drei Herzen. Stahlkriegsachs kannst du behalten. Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Nehme ich. Nimm. Gerne. Da wollte ich nicht drauf. Ach, die ist leer. Okay, dann ist sie uninteressant für mich. Eine Truhe. Gold, goldene Juwelenhalskette, Vulkanglas, Panzerhandschuhe. Leer. Winziger Seelenstein, ein bisschen Zeug. Mondstein. Mehr Gold. Also eine Menge Zeug, das es hier zu plündern gibt, wirklich. Schwarzer Seelenstein nehme ich auch sehr gerne. Ich finde es schade, dass so Sachen nicht kaputt gehen. Gold. Ja, vielleicht nochmal zu meinem Lebenstraum, wer es nicht kennt. Irgendwann in meinem Leben möchte ich mir einen Goldbarren kaufen. Und wenn ich diesen nur einen Tag behalte, das ist so mein Lebensziel, an den Goldbarren zu kommen. Und dieses Lebensziel ist halt auch gar nicht so unrealistisch, denn so ein Goldbarren kostet nur so um die 27.000 Euro. So wertvoll ist Gold nicht. Ja, ich glaube, das war alles hier drin. Lag da noch ein D3? Oh, ne, das ist rote Dremora-Herz, okay. Wie hässlich sie sind. Ja gut, wir gehen hier wieder raus. Das war der Schrein von Meronis Dagon. Ja, war. Der gehört jetzt mir. Theoretisch könnten wir uns ja wirklich hier einnisten. Ist ja nicht so, als wenn das nicht möglich wäre. Ah, wobei, wir hätten da drin kein Bett. Aber das könnte man da reinmodden. Das ist kein Problem. Na gut. Das war sein Schrein. Wieder eine Quest auf unserer Liste weniger. Was ich sehr angenehm finde. Wir haben jetzt noch unser Saartal. Narrenblut, Dämmerwacht. Ja, diese zwei Quests stören mich, aber die sind halt vom Addon. Die können wir ignorieren. Genauso verschiedenes. Also sind es diese fünf. Die machen wir gleichzeitig an einem Ort. Geschäftliche Angelegenheiten. Wir könnten mal in Riften demnächst das Geld einsammeln. Ich muss mal eben was checken. Hab nur geguckt, ob wir noch Zeit haben. Ist alles A-okay. Wir haben noch die ätherische Gestalt. Einfach zum Spaß will ich hier runterspringen. Und dann schnell Reise nach Riften machen. Die Frage ist, was kommt jetzt? Was mache ich hier? Nicht schnell Reise nach Riften. Windhelm. Wir haben eine Quest in Windhelm. Die habe ich mir ausgesucht. Und die werden wir verdammt nochmal machen. Ganz einfach. Durch die Macht des Schlachtrosssteins kannst du mehr tragen und wirst durch deine Rüstung nicht verlassen. Was? Wo ist dieser fucking Schrein? Echt? Du kannst mehr tragen? Scheiß auf Gesundheitsregeneration. Wir brauchen eh die krassesten Tränke. Aber wie bitte, du kannst mehr tragen? Und wehe, das ist kein Schrein, der irgendwie prozentual macht. Prozentual plus 10%. Wenn das so ein doofer Schrein ist, gibt 10 zu Gewicht. Dann können die den sich auch sonst wohin schieben. Du, verdammte Ladezeit. War klar, ich mach den Cut und die Ladezeit ist zu Ende. Stadtbewohner nennen mich Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Blablabla. Ich glaube, der Alchemist war in dieser Richtung. Hier hinter dem Haus sollte... Wie hieß er? Marvarius... Mahurius, ich glaube, ich tippe auf Marvarius und bin damit, denke ich, ganz nah am richtigen Namen schon mal. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich habe aus Quintus und Navale Marvarius gemacht. Super. Super nah dran. Hallo Quintus. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Dann lese ich halt vorher deinen Kackbrief. Ich werde wohl nie Meister Norelions Geschick für Zaubertränke erlangen. Ich habe deinen Brief bekommen. Gut zu hören. Ihr könnt ein schwer zu findender Mann sein. Zum Glück sind diese Kuriere hartnäckig. Ihr glaubt zu wissen, wie man das Fläschchen reparieren kann? Ich habe ein paar Ideen. Es gibt drei kritische Elemente. Manche werden sich leichter finden lassen als andere.
Oben auf dem Hals der Welt gibt es einen Flecken nicht schmelzenden Schnees. Er bleibt von jeder Hitze unberührt. Kommen wir ran. Dann brauchen wir den Stoßzahn eines Mammuts. Zu einem feinen Pulver zermahlen, wie es nur die Riesen können. Der letzte Schritt ist knifflig. Dafür brauchen wir das Dornenherz eines Abgeschworenen von Reach. Catching, hab ich Wenn zwei ihr Stück. Mir diese Dinge bringen könnt, kann das Fläschchen repariert werden. Das einzige Problem wird das mit den Riesen sein. Also, Schnellreise, Hals der Welt, Bums, fertig. Dornherz, Bums, fertig. Und dann gucken wir, was mit den Riesen ist. Ja, der Hals der Welt. Vielleicht hat Patronax ein bisschen Schnee für mich. Aber ich denke, da wird irgendwo so ein kleines Häufchen dann liegen, das wir aufheben sollen. Oder so ähnlich. The fucking Troll. Naja, hoch hier. Der Hals der Welt. Jetzt ist die Frage, wo hier oben? Machen wir das nochmal weg? Ja, ich soll extra hochklettern. Ja, wir haben einfach mal was aus dem Nichts genommen. So, das Dornherz haben wir auch schon. Dann haben wir nur noch eine Aufgabe. Doch nur, wir sollen Pulver aus einem Mammut-Ding finden. Ja, dann werde ich mal... Hier spawnen Düsterwindtal. Da war ein Mammutzeichen. Da werden Riesen sein. Ich hoffe, wir spawnen nicht innerhalb der Riesen, sonst haben wir ein kleines Problem. Das hier sind natürlich echt geile Waffen, wenn ich mir die so angucke. Holy shit. Da sage ich nicht zu. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und da sage ich auch nicht zu. Ja, genau in meine Richtung. Komm, komm, greif mich an. Das ist so lächerlich. Auch noch ein Frostdrache. Da habe ich keinen Resistenztränker für bei. Hast du keinen Bock, den Riesen anzugreifen? Ich glaube, die haben mehr Spaß an dir. Oh, fuck. Der ist so down. Ja, mir macht er keinen Schaden. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Scheißdäule. Das Trollpferd hilft mir. Holy shit. Wo ist mein Drache? Da ist mein Drache. Ja, wir greifen prompt nochmal an. Der Drache hat auf prompt keine Chance. Ich glaube, der hat gerade geredet. Das ist gerade so ein riesiger Clusterfuck hier. Zwei Riesen gegen den Drachen, gegen Schlammkarl, gegen mich, gegen Kajo. Wobei, die Drachen haben es auf den Riesen abgesehen gehabt. Das ist krass. Die lassen mich in Ruhe. Da tut es mir fast leid, dass ich die Riesen nicht in Ruhe lassen kann. Wobei, die haben sich jetzt gut da drin versteckt, in dem Baum. Ne, da hinten sind sie. Was zur Hölle? Meine Vogelmod hat, glaube ich, gerade eine kleine Fehlfunktion gehabt. Ja, super. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ich habe gerade echt mit einer offenen Kinnlade hier gesessen. Habt ihr vielleicht so ein Pulverding hier? Ja, nehme ich mal mit. Oh, holy fuck. Ich muss mal... Ne, jetzt hat es sich wieder gefangen. Ich weiß nicht, was das war. Das war gerade 2 FPS Frame-Einbruch. So, dann sind meine Riesen. Da ist mein Eisatem irgendwo. Eisform. Holy shit, das ist irgendwie immer in diesem Gebiet hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir brauchen nur einen. Der Drachenschrei hat wieder abgebackt. Ja komm, wenn wir einmal dabei sind, können wir auch den töten. Tut mir eigentlich leid, die zu töten, weil die ja eigentlich friedlich sind. Aber ich will nur sicher gehen, dass ich wirklich die Items bekomme, die ich brauche.